Hallo liebe Leute, ich bin Ladrox von Gamius.de und heute starte ich mein erstes Let's Play und zwar ein Let's Play Minecraft. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wieso ein Minecraft Let's Play? Ist ganz einfach, es macht mir einfach Spaß. Ich weiß, es gibt zwar schon genug, die es machen, aber ich mach's gerne und ich möchte auch eins starten. Und ich hoffe, es interessiert euch trotzdem, auch wenn es so viele gibt. So, ich will vorher noch ein paar Sachen ansprechen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich werde es mal anstarten mit ein paar Folgen und je nachdem, wie es euch interessiert, werde ich es dann durchziehen oder auch nicht. Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ist es eher eine gute Idee oder welche Ideen hättet ihr zum Minecraft-Server, also zum Minecraft-Let's Play? Was ihr gerne sehen würdet, was ich machen soll und wie das Ganze dann aussehen soll. Ja, ich werde jetzt einfach mal beginnen. Werde mir mal die Welt ansehen. Sieht doch ganz hübsch aus. Ja, ich werde jetzt ganz normal, wie man jedes Minecraft beginnt, einfach ein bisschen auf Holz klopfen. Ich glaube, da habe ich eine gute Random-Welt erwischt. So. Holz schnell klopfen, mit Holz auf Holz und mit Faust auf Holz, so wie jeder Holzfäller das macht. Für was braucht man eine Axt, wenn man auch die Hände oder jetzt zum Beispiel den Holzblock hat? So, gleich mal Bretter machen, dann eine Werkzeugkiste, die stellen wir jetzt gleich mal hin. Am besten, ja, ist egal, hierhin. Machen wir jetzt mal Stecken. Ah, Stecken sage ich. Das werden viele nicht verstehen. Ich meine natürlich Stöcke, nicht Stecken. So. Ich sag noch gleich vorweg, falls ich Wörter verwende, die ihr nicht kennt, fragt einfach in den Kommentaren nach, was das bedeutet. Ich bin Österreicher und viele von euch werden mich vielleicht oder meine Wörter nicht von Anhieb verstehen, aber ja, ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Ist nicht ganz einfach, weil ich dann meistens grammatikalisch nicht korrekt bin, aber ja, ich versuche mein Bestes. Also, falls ihr Wörter nicht kennt, einfach nachfragen, kein Problem. So, wichtigsten Sachen habe ich mal erstellt. Jetzt können wir auf die Suche nach Stein gehen. Ein Apfel kann ich noch brauchen. So. Ich will noch vorweg sagen, das Video wird ein bisschen kürzer werden. Nur weil es mein erstes Video ist, mein Probevideo. Ah, da ist schon Stein. Ich will mal sehen, wie es ankommt. Und ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr jetzt da von dem Ganzen haltet. Ob das für euch eine gute Idee ist, dass wir jetzt da ein Minecraft-Let's Play machen. Und was ihr jetzt genau haben wollt, könnt ihr gerne alles schreiben. Und ihr könnt auch gerne schreiben, wenn ihr andere Ideen zu Let's Plays habt. Wieso laufe ich jetzt wieder weg? Eigentlich wollte ich noch Stein arbeiten. falls ihr noch andere Ideen habt zu Let's Plays, dann lasst es mich wissen. Und ja. So. Gut. Was ich noch ansprechen wollte, falls ich so Lücken habe oder einfach mal jetzt nicht wirklich, es ist richtig, ich muss sagen, es ist richtig schwer, so ein Let's Play zu machen, weil wenn man da eigentlich, im Prinzip führt man ja Selbstgespräche und da die ganze Zeit Selbstgespräche zu führen und da ein Thema zu haben, das ist nicht so einfach. Und vielleicht könntet ihr ja auch in den Kommentaren dazu schreiben, welche Themen euch vielleicht interessieren würden. Vielleicht können wir da auch eine kleine Diskussion starten. Ja, dass dann mal auch ein Thema hätten. Ich meine, ich versuche ja immer jetzt da zu dem dazu sprechen, was ich rede, aber es ist ja auch cool, wenn man da mit der Community auch gewisse Themen durchgeht, die euch vielleicht interessieren. Ja. So, ich werde da jetzt da noch Steinwerkzeug machen. Und dann würde ich sagen, war's das mal fürs Erste.
also mein erstes Video, mein erstes Let's Play. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und ob, also ob und wie es dann weitergeht. Bin ich völlig aufgeschlossen. So, Schwert noch. Passt es noch austauschen? Ja, das wollte ich so, wollte ich das nicht so. Ja, gut. Ich glaube, zum Abschluss klopfe ich noch das Schaf aufs Maul. Eins, zwei. So, tot. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.